herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Salzburger Hockeymagazin hier bei uns auf FS1. In dieser Ausgabe haben wir wieder für euch die interessantesten Spiele aufgezeichnet und das sind die Themen: Red Bull U18 Rookies Cup, die Eisbullen feiern gegen die Billy Dükri Liberec einen klaren Erfolg, U16 Bundesliga, die Spielgemeinschaft Zell am See Red Bull Salzburg verliert knapp gegen den Villacher SV und zweite Damen Eishockey Bundesliga. Der DEC Salzburg Eagles 2 musste sich im Farmteam Derby gegen den Vienna Sabres 2 sehr deutlich geschlagen geben. Wir beginnen gleich mit dem ersten Thema, dem da fand in der Akademie der Red Bull Rookies Cup statt und da waren die Gäste niemand geringerer als die Billy Dükri aus dem tschechischen Liberec. Wie dieses Spiel ausgegangen ist, darüber habe ich euch den folgenden Beitrag zusammengestellt, den ich euch nicht vorenthalten. Beim Spiel des EC Red Bull Salzburg U18 Rookies Cup gegen die Billy Dükri aus dem tschechischen Liberec zunächst einmal die Gastgeber im Angriff. Schöne Aktion, fraglich lange Schuss und Tor 1:0, herrlich herausgespielt und das Ganze bereits nach 15 Sekunden. Alles in allem ein optimaler Start und der Jubel entsprechend. Und die Gastgeber setzen nach. Können sich in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Nachschuss, Schuss und Tor! 2:0, herrlich herausgespielt. Auch da ist der Jubel entsprechend groß und ohne Abwehrschutz. Dann wieder eine Aktion, die sehr gefährlich war. Schuss und Tor! 3:0, herrlich gemacht von den Salzburger Eisbullen, die damit schon nach dem für klare Verhältnisse sorgen. Dann noch ein Angriff. Wir befinden uns im ersten Drittel dieser interessanten Begegnung. Gute Aktion, aber es tut sich in diesem Drittel nichts mehr und der Stand nach 20 Minuten lautet 3:0 für die Gastgeber. Wirklich auf jeden Fall verdient. Dann das zweite Drittel. Schuss, gut aufgepasst vom Salzburger Goalie. Rückpass. Kontermöglichkeit. Aber auch da bringt es nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Billy Dükri wieder an der Scheibe. Kontermöglichkeit, wird hier nicht attackiert. Pass, Schuss und Tor. Erster Treffer für die Gäste zum Spielstand von 1:3, wie man auf der Anzeigetafel im Hintergrund gut erkennen konnte. Doch die Salzburger gaben nicht auf. Neuer Versuch. Immer noch die Salzburger am Puck. Zieht ab. Gut, Nachschuss und Tor. Weiterer Treffer zum 4:1. Das war die richtige Antwort auf den Gegentreffer. Und es sollte so weitergehen. Die Salzburger drückend überlegen. Schöne Kontermöglichkeit. Pass. Schuss, Nachschuss und Tor. Weiterer Treffer zum 5:1, das auch der Spielstand nach 40 Minuten war. Wieder ein Angriff. Wir befinden uns im Schlussdrittel, wo sich nicht mehr wirklich was tat. Nachschuss, Tor. Das war das 6:1 und dieses 6:1 war auch der vollkommen verdiente Endstand in dieser Begegnung. 6:1 für die Red Bulls. So lautete also das erfreuliche Endergebnis in einer Begegnung, wo auf jeden Fall sehr gute Szenen zu sehen waren und auf jeden Fall bot dieses Spiel alles, was ein Eishockeyherz höher schlagen lässt. Wir bleiben gleich beim Nachwuchs der Red Bulls, kommen allerdings in die Altersklasse U16, denn dort bilden ja die Zeller Eisbären mit den Red Bulls eine Spielgemeinschaft. Diese Spielgemeinschaft traf ebenfalls in der Akademie auf die Mannschaft der Villacher SV und auch da sind einige Tore gefallen und das Spiel verlief sehr spannend. Mehr dazu im folgenden Beitrag.
Beim Spiel der Spielgemeinschaft Zell Red Bull Salzburg zunächst einmal die in beiden spielenden Gastgeber am Puck. Gut aufgepasst vom Villacher Goalie, der damit den ersten Treffer der Gastgeber verhinderte. Dann wieder ein neuer Versuch. Schuss zunächst abgewehrt und da ist der erste Treffer für die Zeller Eisbären. Schön gemacht, kann man da nur sagen. Dann wieder ein Versuch. Gut aufgepasst. Neuerlicher Versuch. Schuss. Aber auch diesmal sehr gut aufgepasst und kein wirkliches Problem für das ADG. Es steht in dieser Phase 1:1 und das war auf jeden Fall vom Spielverlauf her absolut in Ordnung. Schuss gut aufgepasst vom Zeller Goalie. 1:1, wie gesagt, nach 20 Minuten. Dann das zweite Drittel. Wieder sind die Gastgeber am Puck. Die Zeller bilden ja in dieser Altersklasse eine Spielgemeinschaft mit den Eisbullen. Wie gesagt, eine sehr gute Leistung der Gastgeber. Dann wieder ein neuer Versuch. Schuss! Der Puck geht am Tor vorbei, keinem wirklich. Jetzt wieder. Wir befinden uns im zweiten Drittel. Kontermöglichkeit. Am Bulli. Schuss und Tor. 1:2 für die Gäste aus Villach. Keine Chance für den Goalie, der Gastgeber, da irgendetwas zu machen. War wirklich sehr schön und sehenswert herausgespielt. Dann wieder ein erneuter Bulli. Pass. Schuss. Nachschuss und Tor. 21 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels gehen die Gäste mit 3:1 in Führung. Dann das Schlussdrittel. Es steht 1:3. Schuss gut aufgepasst vom Villacher Goalie, aber ebenso gut geschossen von den Gastgebern. Könnte man durchaus mehr machen, wie ich finde. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gastgeber sind in der Angriffszone. Schuss und wieder herrlich pariert vom Villacher Goalie. War ein schöner Save. Und jetzt wieder. Pass. In diesem Spiel fiel mir sehr positiv auf, dass die Gastgeber auch sehr viele Torschüsse abgaben und natürlich auch der Goalie der Gäste einiges zu tun hatte. Jetzt wieder die Gäste. Gute Aktion. Pass. Schöne Aktion von den Villachern. Auch der bringt nichts ein. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gastgeber sind im Angriff, aber es tut sich nichts mehr. Der VSV gewinnt diese Begegnung knapp mit 3:1. 3:1, so lautete das aus Sicht der Gastgeber unerfreuliche Endergebnis in dieser Begegnung, wobei zu sagen ist, dass die U16 der Spielgemeinschaft sehr gut mit den Gästen aus Villach mithalten konnte, allerdings im zweiten Drittel 2 nicht unbedingt notwendige Gegentore hinnehmen musste. Alles in allem war auch diese Partie sehr interessant und wir kommen jetzt als nächstes zu einem Damen-Eishockey-Spiel in der zweiten Damen-Eishockey-Bundesliga. Dort trafen nämlich die zweite Mannschaft der DEC Salzburg Eagles auf die zweite Mannschaft der Sebres aus Wien. Und in diesem Spiel gab es ein sehr eindeutiges Ergebnis. Mehr dazu sehen wir im folgenden Beitrag.
Beim Spiel der zweiten Damen-Eishockey-Bundesliga zwischen dem TC Salzburg Ilz 2 und der zweiten Mannschaft der Sepress Werner zunächst einmal den meistspielenden Gastgeberinnen an der Scheibe. Neuer Versuch. Schuss abgewehrt von der Wiener Torfrau, die sich hier auszeichnen konnte. Dann wieder ein neuer Versuch. Die Wienerinnen übernehmen das Kommando. Tanken sich durch. Schuss. Nachschuss. Und Tor 0:1 aus Sicht der Salzburgerinnen. Keine Chance für die Salzburger Torfrau, da was zu machen. Und es sollte so weitergehen. Die Salzburgerinnen können zunächst die Scheibe in die eigene verlieren sie. Schuss. Aber zunächst gut abgewehrt. Es bleibt vorerst nur beim 0:1 aus Sicht der Gastgeberin. Jetzt eine schöne Parade. Aber jetzt. Pass. Wieder eine Kontermöglichkeit. Wird nicht attackiert. Schuss. Und Tor 0:2 aus Sicht der Gastgeberin. Alles andere als ein optimaler Spielverlauf. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Salzburgerinnen bringen den Puck nicht aus der eigenen Verteidigungszone. Schuss und Tor 0:3. Und Spielstand nach 20 Minuten lautete 0:4. Dann das zweite Drittel. Anna Wagner kam ins Tor anstelle der Salzburger Torfrau und konnte sich auch hier durchaus auszeichnen. War nicht so einfach, wie man vielleicht hier auf diesen Bildern vermuten würde. Dann wieder ein neuer Pass. Kontermöglichkeit wird hier nicht attackiert. Und da weiterer Treffer zum 0:5, das auch der Spielstand nach 40 Minuten in dieser Begegnung war. Dann der Schlussdrittel. Die Sepress zunächst an der Scheibe. Immer noch die Sepress in der eigenen Verteidigungszone. Pass. Aber auch da kein weiterer Treffer. Jetzt wieder. Schuss. Immer noch die Gäste an der Scheibe. Die Salzburgerinnen bringen den Puck nicht aus der eigenen Verteidigungszone heraus. Schuss und da war die logische Konsequenz, dass es einen weiteren Gegentreffer für die Wienerinnen gab. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Kontermöglichkeit. Bringt allerdings nichts ein. Und die Wiener Torfrau hat in dieser Phase sehr gut aufgepasst. Dann wieder die Wienerinnen. Schuss, Nachschuss und Tor, weiterer Treffer. Keine Chance für Anna Wagner, da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Dieses Mal sind es die Salzburgerinnen, die einen herrlichen Angriff starten, auf das Wiener Tor zu fahren. Und Tor, hier ein herrlicher Treffer zum 9:1, das auch der Endstand dieser Begegnung war. 1:9, so lautete das aus Sicht des THC Salzburg Eagles unerfreuliche Endergebnis in einer Begegnung, wo zu sagen ist, dass das Ergebnis aus meiner Sicht etwas zu hoch war. Es gab nämlich auch einige Chancen auf Seiten der Gastgeberinnen, aber auf jeden Fall die Wiener Torfrau konnte mit sehenswerten Paraden diese Chancen zunichte machen, was dazu führte, dass die zweite Mannschaft des THC Salzburg Eagles nur einmal erfolgreich war. Am Samstag trafen die zweite Mannschaft der Eagles übrigens auf die Dragons aus Klagenfurt und dieses Spiel ging mit 7:2 an die Kärntnerinnen. Mit diesen Ergebnissen sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe der Sendung Powerplay angelangt.
Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche allseits noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Bis zum nächsten Mal, das sagt euer Markus.